Jetzt wird es ein bisschen lustiger und unterhaltsamer. Du hast heute Morgen nicht schlapp gelacht, als du die Geschichte gesehen hast. Ja, allerdings, ja, sie ist ein Model und sie sieht gut aus, aber gemeint ist kein menschliches Model, sondern ein tierisches. Schauen Sie mal. Ziemlich witziges, genau. Hier ist es. Wow. Ja, denk mal, das ist eine Fotomontage. Guck mal hier, erste Hilfe sozusagen. Ja. Und nee, das ist ein echter Leguan. Ja? Leguane, die wie Menschen posieren. Es gibt einen Mann, der hat genau diese possierlichen Tierchen bei sich zu Hause wohnen. Ja, und er macht eben Fotos mit denen, er stellt so menschliche Gewohnheiten nach. Ne? Es ist echt lustig und man denkt ja, oh Gott, die armen Tiere, der stellt die irgendwie ruhig, macht er aber gar nicht. Die sind ja von Natur aus, ne? Ihr Naturell ist ja eher ruhiger. Ja, anders als bei Lotte. Lotte ist ja immer sehr lebendig, ja. Und vielleicht sollte Lotte mal Henry kennenlernen. Ja, Lotte ist dabei. Schauen Sie mal, hier ist Henry und sein Leguan-Tick. Henry hat es voll erwischt. Prince Charming hat sein Herz erobert und zwar richtig. Die 10 Kilo schwere Echse ist die große Liebe seines Lebens. Oh, just like kissing a woman. Es ist, als würde ich eine Frau küssen. Liebe auf Exisch, stoisch und etwas kühl reagiert Leguan Prince Charming auf Henrys Liebesbeweise. Küsse von morgens bis abends, daran hat er sich in den vergangenen 20 Jahren gewöhnt. Wie auch an all die anderen seltsamen Dinge, die Henry mit ihm anstellt. Man kann ihn wie ein Baby auf den Arm nehmen. Ich habe keine Kinder, also ist das mein Baby. This is my baby. Nicht das einzige Baby. Larry Love ist der jüngste Star in Henrys Exerei. Der Kalifornier hat die inneren Qualitäten des gemeinen Leguans entdeckt und die will er mit der ganzen Welt teilen, ganz ohne Tricks und Magie. Ich wüsste nicht mal, wie man sie hypnotisieren sollte. In all den Jahren gab es viele Menschen, die mir vorwarfen, ich würde sie irgendwie ruhig stellen, unter Drogen setzen oder am Kühlschrank halten. Aber nichts, keine Tricks. Er ist vollkommen er selber. Für das geplante Fotoshooting ist es ein Segen, dass Larry, Love, Laura und Lorna beneidenswert gelenkig und außerdem mit meditativer Ruhe gesegnet sind. Henrys Modelle machen einfach alles mit. Ein Glück für den Fotografen. Nahaufnahme, Larry Love, du bist dran. Versuch doch mal zu lächeln. Genau so. Augen hierher, das ist spitze. Perfekt. Kleines Lächeln. Großartig. Larry, schau mal hier. Perfect. Little bit of a smile, huh? Right there, that's good. Larry, look this way. Henrys skurrile Leguan-Fotos gehen längst um die ganze Welt. Er zeigt seine tierischen Lieblinge immer in menschlichen Posen. So will er das Image der Reptilien aufpolieren. Mit ganzen 33 Leguan lebt der exzentrische Amerikaner in seinem Haus in Kalifornien. Sie sind einfach überall. Und Henry teilt sein gesamtes Leben mit den Viechern. Äußerst angenehme Mitbewohner, findet er. Leguane haben viele Vorzüge. Sie bellen nicht und sie zerkratzen keine Möbel. Sie haben eine echte Persönlichkeit, wie Katzen oder Vögel. Diese Echsen haben eine wirklich große Intelligenz und Charakter. These lizards can demonstrate a lot of intelligence and personality. Und auch ganz offiziell zeigt Henry, dass es zwischen ihm und den Leguanen um wahre Liebe geht. Ich habe meinen Namen in Henry Lizard Lover, Henry Leguan Liebhaber geändert. Er steht auf meinem Führerschein, meinen Bankkonten, überall. Das zeigt, wie sehr ich sie liebe. Na, und er mag es auch. So here's the name, Lizard Lover. And he likes it too. Ich nehme sie auch manchmal mit raus, sie sind großartig, um Mädchen kennenzulernen. Und wirklich, die Leguane funktionieren wie ein Magnet. Die leben doch nicht etwa. Nur der eine in ihrer Hand lebt, die anderen beiden nicht. Das ist ja verrückt. Hilfe, die leben ja wirklich. Mit den Frauen hat es heute zwar nicht geklappt, aber was soll's. Henry hat ja seine Leguane.